Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder und heute machen wir, was hier ganz jahreszeitenbedingt ein Traum ist. Guckt euch mal diesen Wirsingkohl an, das ist doch eigentlich viel zu schade zum Aufessen, ne? Aber wir werden ihn schlachten. Wir machen Wirsingrouladen, meine Art. Wir brauchen dazu Mischhack, Zwiebel, ein Ei, Majoran. Hier habe ich schon Knoblauch und Ingwer klein geschnitten. Aprikose, Brotbrösel, so viele brauchen wir nicht. Etwas Butterschmalz zum Anbraten, Salz und Pfeffer. Und wir legen gleich mal los, indem wir erstmal die Aprikosen in kleine Streifen schneiden. Wir machen erstmal unsere Vorbereitung sozusagen. Erstmal diese Aprikosen. Das sind die weichen Aprikosen, die man nicht einweichen muss. Die hellen. Es gibt ja auch die dunklen und es gibt die, die man einweichen muss. Brauchen wir hier nicht. So. Dann müssen wir die Chilischote mal kurz entschärfen. Kerne lasse ich wie üblich drin, kennt ihr ja von mir. So. Ich kriege das hier heute alles auf dem kleinen Brettchen hin. Dann nehmen wir frischen Majoran. Den hacken wir sehr klein und nehmen auch viel. Ich zeige euch mal, wie das alles ganz schnell geht. Hier hinter mir kocht übrigens ein Topf Wasser, denn wir müssen die Wirsingblätter blanchieren. Sonst, wenn man die so nehmen würde, wären die viel zu hart. Man reiche mir bitte eine Schüssel. Danke. Da kommt das Mett hinein, das Hackfleisch, dann das Ei, Majoran, wie ich immer sage, duftet herrlich. Dann nehmen wir den Knoblauch, den Ingwer. Ich habe das alles schon mal so ein bisschen vorgehackt hier. Und die Zwiebel habe ich hier auch schon vorgehackt. Man reiche sie mir. So, mehr brauchen wir nicht. Zwiebel war nur eine halbe Zwiebel übrigens. Ordentlich Salz. Ordentlich Pfeffer. Dann etwas Brotbrösel, nicht so viel. Jetzt komme ich wieder mit meinen Händen und mische das. Muss sein, schön durchmischen. Wir machen drei Wirsingrouladen. Mal sehen, ob wir damit hinkommen. Riecht herrlich nach Majoran. Ich habe jetzt einfach nur mal Majoran als Gewürz genommen. Man könnte jetzt noch mit Kardamom, mit allen möglichen Dingen. Aber ich mache das jetzt mal einfach so. Jetzt werde ich mir kurz die Hände waschen. So, jetzt entblättern wir mal diesen Freund hier und schneiden hier die hinteren, die groben Blätter. Die sehen so schön aus, aber die nehmen wir nicht. Wir nehmen die zweite Lage, die schmeißt ihr aber bitte nicht weg. Hier kann man noch ein herrliches, alles möglich draus machen. Das sind aber diese etwas sehr harten Blätter. Die würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. So, wir nehmen dies hier. Dieses hier. Ich mache mal prophylaktisch noch mal eins ab. So, und das bleibt über. Und da könnt ihr noch was ganz anderes draus machen. Sahnewürsing oder irgendwie so etwas. Jetzt werde ich die blanchieren, die Freunde. Ich gucke mal eben, ob unser Wasser schon kocht.
Aber vorher werde ich sie kurz waschen, unter fließend Wasser. Schön Blätter und tun die in das kochende Salzwasser hier. Nur ganz kurz blanchieren und hier ist ein kleiner Trick, ganz klein bisschen Natron rein, das hält die Farbe, das Grün. Das könnt ihr bei allen möglichen Gemüsen machen, um die Farbe zu halten. Nur so ein klein bisschen. Das ist jetzt auch gleich fertig, das geht ganz schnell. Hier habe ich mir etwas Gemüsebrühe heiß gemacht, in diesem kleinen Topf hier. Die brauchen wir gleich für die Soße. Ihr habt ja zu Hause wahrscheinlich auch einen Bräter, nehme ich mal an. Wir machen das oben auf dem Herd diesmal in einem Bräter. Man kann das aber auch im Ofen machen. Und jetzt nehmen wir das wieder raus. So, ich komme mit dem Topf rüber. Und hole die Blätter raus. Die sind natürlich jetzt wahnsinnig heiß. Also nehmt ihr bitte eine Zange. So, die werden jetzt so ein bisschen abgetrocknet. Der hier guckt ein bisschen unglücklich, aber den brauchen wir vielleicht gar nicht. So, jetzt nehme ich ein scharfes Messer. Ich hoffe, ich habe das richtige Messer. Wenn nicht, muss ich noch mal hinter mich greifen, ein anderes Messer holen und mache Folgendes. Diese harte Rispe hier, die schneide ich jetzt mit dem Messer vorsichtig ab. Normalerweise schneidet man das Ganze raus, das mache ich aber nicht. Ich schneide nur hier unten dieses, was da immer so ein bisschen als hart empfunden wird, mit einem schönen, frisch geschärften Messer ab. Geschafft. Das ist hier ein bisschen Millimeterarbeit. So. Und nochmal diesen hier. Wenn wir Glück haben, habe ich sie alle geschafft. Das erleichtert uns nämlich unsere Arbeit, was wir eben gerade gemacht haben. Jetzt füllen wir die Wirsing, kleinen Wirsingblätter. Und zwar so ungefähr so viel rein. Dann rollen wir das auf. Die Seiten schlagen wir ein. So. Und dann fangen wir an zu rollen, zu rollen, zu rollen, zu rollen. Dann habe ich hier, wo habe ich sie? Dann habe ich hier so, da kann man jetzt auch einen Zahnstocher nehmen. Ich habe aber diese Aluteile, die werden nachher sowieso rausgezogen. Und ich sage euch, Freunde, juhu! Was haben wir hier? Ein perfektes Paket. Jetzt kommt die nächste. Nicht zu wenig Hackfleisch, aber auch nicht zu viel. Es darf nicht so an den Seiten rausquellen. Das ist dann nicht so schön. Hier wieder einschlagen. Ein bisschen wie basteln. Einschlagen. Und dann fängt man an zu rollen. Schön stramm rollen. Richtig schön stramm rollen. So. Stramm wie es geht. Wieder so ein Spießchen, die kann man kaufen. Wird wieder zusammengespießt. Nummer 2. Ich habe hier jetzt ein bisschen zu viel Hackfleischmasse, aber die kann man einfrieren. Überraschungsgast, schnelle Frikadelle. Oh, das reimt sich. Schnelle Frikadelle. 4 Stück. Guckt sie euch an.
Wir sind jetzt bereit, die kleinen Wirsingrouladen anzubraten. Dafür habe ich hier etwas Butterschmalz und einen herrlichen Bräter, der schon viel gesehen hat. Aber so müssen die aussehen. Lege jetzt die Rouladen. Das ist eigentlich jetzt so ein bisschen mehr für den Geschmack, dass hier so ein paar Röstaromen reinkommen. Also die werden ja jetzt nicht richtig knallbraun oder so. Das ist nur, damit so ein bisschen ja, der Kohl schon mal Geschmack abgibt. So, hier habe ich etwas Gemüsebrühe. Die kleinen Kohlrouladen müssen ungefähr zur Hälfte in der Flüssigkeit liegen, würde ich mal sagen, nicht bedeckt. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Nach der Hälfte der Zeit werden sie, wir sie dann auch noch mal wenden. Und jetzt kriegen sie erstmal den Deckel drauf und können sich hier in aller Ruhe unterhalten. Die Rouladen sind jetzt fertig. Die nehme ich jetzt raus und stelle die mal kurz in meinem vorgewärmten Ofen warm. Und komme jetzt mit Creme Fraiche, die ich einrühre. Das muss jetzt reduzieren, dann wird das ein sämiges Süßchen. Da ist jetzt der ganze Saft von den Kohlrouladen drin und die Gemüsebrühe. So, das vermengt sich jetzt alles und dann wollen wir mal sehen, wie es schmeckt. Ich hole jetzt die Rouladen aus dem Ofen. Die habe ich jetzt dort ins Warme gestellt. Ich mache euch jetzt einfach mal einen Teller bereit. Und zwar, oh, welche nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal diese hier. So. Dann brauchen wir ein Löffel. Was jetzt dazu fehlt, sind natürlich die Kartoffelchen. Die Soße hat sich sehr schön reduziert. Seht ihr? Und schmeckt auch sehr schön nach Wirsingrolade. Duftet auch herrlich und hat die richtige Konsistenz. Da fehlen jetzt nur noch die Kartoffelchen, aber das macht ihr dann zu Hause selber. Und die werden wir jetzt verspeisen, und zwar mit Genuss. So, traut euch mal dran, ihr seht, das ist gar nicht so schwer. Bis zum nächsten Mal.